Und genauso als Sauerei ist, da wird dann später wahrscheinlich noch was dazu gesagt werden. Viele von euch haben das mitverfolgt. Am Donnerstag in der Früh ist aber ein Bürger, ein Wasserburger Bürger, der auch die nächste Demo am 21.02. organisiert. Wir sind um viertel nach sechs ist die Polizei vor der Tür gestanden, und weil er nicht schnell genug im Dauerlauf zur Tür gekommen ist, haben sie die Tür eingerammt und haben seine ganzen Sachen beschlagnahmt. Das ist eine Sauerei, denn das eigentliche Beweismittel hatte die Staatsanwaltschaft schon, und trotzdem kommen die. Das ist Absicht, die wollen uns schikanieren, die wollen uns einschüchtern, die wollen uns diffamieren, und das lassen wir nicht mit uns machen. Und ganz ehrlich, das sind eigentlich überhaupt nicht meine Töne, weil ich bin wirklich für den Frieden, ich bin fürs Herz, ich bin für alles. Aber das, was jetzt heute hier passiert ist, also das lässt wirklich auch an allem zweifeln, was ist gerade diese Woche gut gelaufen ist. Ich bin mit so vielen Polizisten zusammen gewesen, wo man sich unterhalten hat, wo man geredet hat, wo man gesagt hat, oh, da passt es nicht so, wie können wir uns einigen? Aber hier heißt es einfach, er hat sich nicht dran gehalten, zack, bumm, weg. Ich habe wirklich versucht, auch hier mit dem Einsatzleiter zu sprechen, ob man da nicht eine Lösung finden kann. Aber nein, heute nicht. Heute darf er hier nicht aufs Gelände. Also, wir wissen, was da los ist. Und die Obrigkeit möchte natürlich ganz gern, dass wir uns radikalisieren, weil dann kann man uns leichter in eine Ecke stellen. Wir lassen uns nicht radikalisieren. Aber wir sagen trotzdem, was los ist. Und wir bleiben dabei immer friedlich. Ich glaube eher, dieser Betrug, der hält schon einige Jahrzehnte und ist jetzt sichtbar geworden. Also es ist jetzt nur die Spitze davon. Und wie weit es schon geht, erzähle ich euch in einer kleinen Geschichte. Eine Freundin von mir hatte letzte Woche eine Hausdurchsuchung. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst und hat von ihrem Dienst-PC Söders Privatadresse gegoogelt. Das war der Grund für die Hausdurchsuchung. Nur einmal zu sagen, wie weit wir schon eigentlich sind. Ihr müsst euch das mal überlegen. Ich kündige nicht nur die nächste Großveranstaltung an, sondern ich muss euch nur eine kurze Geschichte erzählen zu dieser Großveranstaltung. Die wurde vor irgendwie 3 Wochen sowas angemeldet. Wir hatten letzte Woche, gab es eine Stadtratssitzung, da hat unser Stadtrat einstimmig beschlossen, dass sie gegen diese Demo sich aussprechen werden. Also sie haben das einstimmig noch vor dem Haushaltsabschluss für das Jahr 2021 so beschlossen. Ja, also ich fand das auch sehr interessant, weil der Stadtrat das ja so beschließen kann. Auf jeden Fall ist der Zusammenhang sehr merkwürdig, dass jetzt diese Woche am Donnerstag um 6.15 Uhr, so wie der Bernd das vorher schon erzählt hat, bei unserem Demo-Anmelder die Polizei mit einem Rambock die Tür aufgestoßen hat, nach zweimaligem Klingeln. Dieses Klingeln wurde nicht gehört, weil der Franz hat 2 Hörgeräte, die liegen in der Nacht immer neben ihm. Also er hört nichts oder ganz wenig. Also er hört definitiv das Klingeln nicht. Und schon gar nicht um 6 Uhr in der Früh. Die kamen mit dem Rambock, das Fenster ist kaputt, die Tür ist aus den Angeln. Der Vorwurf ist Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Also allein die Vermutung, dass ein Attest möglicherweise gefälscht ist. Liebe Polizei, ich spreche jetzt zu euch. Das kann keine Verhältnismäßigkeit sein, dass ich da um 17:45 in der Früh bei jemandem im Schlafzimmer stehe. Wo sind wir denn? Wir werden diese Veranstaltung natürlich gerade erst recht machen. Wir haben Veranstalter von ganz Südbayern, also von Augsburg bis nach Berchtesgaden, von Landshut bis nach Feilbach runter. Es sind 18 Veranstalter, es ist der Franz als Hauptversammlungsleiter gemeldet, aber das sind 18 Veranstalter, die wir jetzt unter einem Hut haben, die ihre Leute mitbringen, und ich hoffe, dass ihr nächsten Sonntag alle, die ihr hier seid, mit jedem bitte bringt, jeder von euch nur 10 andere Leute mit. Ich möchte, dass Wasserburg überläuft. Vielen Dank. Das war klar auf Karl Hiltz vorbereitet, den hier nicht aufs Gelände zu lassen. Und das ist eine Sauerei.
So, dann, es gibt ja die nächste, man kann es ja nicht anders sagen, Schikane. Es ist natürlich alles unter dem Deckmäntelchen des Infektionsschutzes. Wir haben ja hier vorne einen Büchertisch und Informationstisch. Ich bitte euch, ihr dürft euch die Bücher nehmen. Ihr braucht dort auch nichts bezahlen dafür, denn die Bücher sind für eure Information da. Bei uns wird ja unterstellt, dass wir die Sachen verkaufen und hier einen Handel haben. Wir würden euch bitten und freuen uns drüber, wenn ihr dann hier in einem Bereich, wir haben hier im vorderen Bereich dann Spendendosen, dann dürft ihr gerne da was einschmeißen. Wir dürfen nicht zu euch gehen, wir dürfen nicht am Büchertisch Spenden sammeln, weil das ist dann wieder gewerblich. Es wird alles unternommen, an den kleinsten Kleinigkeiten uns das Leben schwer zu machen. Aber es wird euch nichts nützen, das verspreche ich euch. Und wenn wir in einem Jahr, werden wir leider immer noch hier stehen, aber wir werden noch hier stehen. Und wenn ich hier runterschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin stolz auf euch, dass ihr da seid. Und wir werden euch immer wieder brauchen. Und bitte kommt wieder, nutzt die Möglichkeiten, die wir hier ausgesteckt haben, mit dem Vernetzen, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Ich habe jetzt mit dahin schon mehrere Leute über das Nachbarnstehen auf kennengelernt. Das ist ganz toll. Sucht euch die Leute, damit ihr wisst, ihr seid nicht die, die verrückt sind, sondern die Welt um uns ist, die verrückt ist. Also informiert euch einfach im Internet gut und schaut überall genau hin. Und wie der Vorredner auch gesagt hat, ihr seid nicht allein. Es wird medial suggeriert, dass wir wenige sind, aber wir werden immer mehr. Und wir sind viele, weltweit. Das ist nur die Spitze. Wir wurden schon lange betrogen.